Servus und herzlich willkommen, meine Freunde. In der letzten Folge vom Pokémon Blattgrün haben wir die Zinnoberinseln erreicht. Und ja, wir werden aber jetzt nicht direkt den Arenaleiter machen, sondern wir werden uns erstmal den Pokémon-Markt anschauen, natürlich. Wir werden jetzt in dieses Haus links neben der Arena, also werden wir da reingehen. Wir haben jetzt etwas Kleingeld, müssen wir natürlich nicht alles ausgeben. Werden wir jetzt auch nicht, wir werden uns ein bisschen was zusammensparen, weil so langsam geht es in Richtung Pokémon Liga. Und da werden wir definitiv unser Geld brauchen. Wir wollen jetzt in dieses Haus, die Stadt brennender Leidenschaft. Das Pokémon-Haus, was etwas zerfetzt ist. Wir haben aber unseren Pokémon-Schutz. Deswegen habe ich da jetzt keinen Schiss davor. Ich habe aber vergessen, ehrlich gesagt, wie ich finde keinen Weg nach draußen. Der reinste Irrgarten. Naja, also der Weg nach draußen ist einfach die Treppe runter und dann wieder raus, mein Kumpel. Aber du bist ein Dieb. Aber, naja, er hat ein Glumander. Tut mir leid, da kann ich dir leider sagen, du hast verloren dann. Also das geht gar nicht. Das kannst du nicht gewinnen mit diesem Pokémon. Da hast du leider nicht den Hauch einer Chance gegen mich, auch nicht mit einem Glutexo. So gut das für dich klingen mag, das wird leider nicht funktionieren. Ich mache einmal einen schönen Fliegen und dann vielleicht nochmal einen Ruckzuck-Hieb und dann ist spätestens dein Glutexo im Eimer. Und genau das ist nämlich das, was ich erwartet habe. Und unser Täubchen hört... Oh, fuck! Das war jetzt nicht clever. Das war nicht clever. Oh ja, aber das bringt uns jetzt auch nicht viel. Beziehungsweise ihm. Wir machen jetzt einfach einen Ruckzuck-Hieb. Und wir sind trotzdem schneller. Und wir haben jetzt Level 42. Ganz easy peasy die Sache. Als nächstes werden wir unser Glurak ein bisschen trainen. Mir geht es ehrlich gesagt hier um diese Kämpfe nur und gar nicht erst so um dieses Haus, obwohl ich ja nicht mehr genau weiß, um was es in diesem Haus so ging. Muss ich ehrlich gestehen, ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf. Müsste ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen lügen und ein bisschen nachdenken, um was es hier eigentlich nochmal ging. Aber wir werden das schon definitiv rausfinden, da bin ich mir ganz sicher. Wir werden auch versuchen, alles hier mitzunehmen. Ich glaube, wir werden hier in diesem Gebäude trifft man auch auf Ditto, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Aber wie gesagt, ich bin mir da leider sehr unsicher, was das angeht. Von daher möchte ich da auch nichts Falsches erzählen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man hier Ditto findet. Ach, der Schutz wirkt schon wieder nicht mehr. Das ist natürlich ganz blöd. Aber mein Mentor lebte hier drinnen. Aha. Dein Mentor. Also, was schickst du uns in den Kampf? Magnetilo werden wir überwältigen mit der Fackel. Ein bisschen Flammenwurf und dann ist alles geregelt. Schönes Magnetilo grillen, was natürlich sehr effektiv ist gegen Stahl. So, als nächstes kommt ein Magneton, natürlich, was auch sonst. Konnte man eigentlich schon vorher sagen, aber das ist genauso effektiv gegen das Magneton, dieser Flammenwurf. Von daher tut mir das leider leid, euch sagen zu müssen, dass ihr verloren seid. Ja. So hart wie das klingt, Voltoball werden wir... Probieren wir es mal mit Steinhagel, einfach mal, weil wir sehen wollen, wie viel das nützt. Müsste eigentlich auch sehr effektiv sein. Reicht aber nicht ganz, okay, das finde ich ist ziemlich ätzend. Muss jetzt nicht sein, ehrlich gesagt, dass das nicht reicht. So.
Fackel erreicht, Level 41. Okay. Was haben wir hier? Zack. Es geht hier nach unten. Pokémon House. So, Cape Plus. So, jetzt sind wir an. So, jetzt möchte ich nicht vorweggreifen. Ich glaube, wir müssten hier rein. Kann sein, ja. Bin mir aber nicht mehr sicher. Hä? Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Du aber schon, oder? Genau. Verrückter Forscher. Du hast hier was verloren. Ich nicht. So sieht's aus und nicht anders. Wir werden auch ein bisschen mit Flammenwurf arbeiten. Ich hoffe allerdings, dass das auch dann ziemlich schnell vor. Jawohl, das ist natürlich idealerweise so geschehen. Wir werden mit der Fackel gleich weiterarbeiten hier, da ich mir denke, dass. Okay, Smogmog, das könnte man natürlich auch damit bekämpfen. Flammenwurf, und zwar in sein Gesicht. Ich habe leider es nicht geschafft, dass wir unter 50 Parts kommen mit Pokémon. Schade, aber was soll's. Muss ich halt doch neue Thumbnails erstellen lassen, weil ich keine Lust habe, dieses Mal selber welche zu erstellen, muss ich ehrlich sein. Ist leider so. Wenn ich da jetzt rausgehe, ist nicht clever. Wir gehen dann mal hier runter. Okay, wir sind hier, glaube ich, ganz richtig. Wo bin ich hier gelandet? Das weiß ich nicht, Kumpel. Das frage ich mich auch, wo wir hier sind. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Ich weiß ungefähr den Weg. So aus dem Gedächtnis raus. Aber ich weiß nicht, warum ich diesen Weg gehe. Das ist einfach so. So. Nach diesen Pokémon-Aufnahmen-Sessions werde ich mal ein bisschen StarCraft trainieren. Irgendwie Bock drauf, wieder besser zu werden in StarCraft und mich auch wirklich wieder in die Goldliga zu spielen. Zurzeit habe ich ja nicht mehr so das Niveau der Goldliga, weil ich ja auch erstens mal angefangen habe, neue Rassen zu lernen mit Zerg. Und zum anderen bin ich halt auch nicht mehr so gut, weil ich eben so lange nicht mehr wirklich gespielt habe, sagen wir es mal so. Und das muss ich halt, beziehungsweise würde ich gerne ändern wieder. Da mir StarCraft ja eigentlich doch sehr viel Spaß macht und ich auch das gerne besser können würde. Und ich glaube, ich werde mal probieren, was ich so erreichen kann in StarCraft. Deswegen wird es auch eine Zeit lang, hoffe ich, beziehungsweise denke ich mal, einige StarCraft 2 Casts geben von mir. Einfach mal um zu sehen, wo meine Fehler sind, dass wir gemeinsame Analysen machen und einfach mal abchecken, was so laufen kann. Oh, yeah. Das ist so mein Plan für die nächste Zeit. Kommt jetzt auch drauf an. Also wenn ich jetzt die anderen Let's Plays lieber durchziehen will, dann werde ich natürlich auch offscreen trainieren in StarCraft und dann halt irgendwann mal anfangen, die Online-Multiplayers wieder hochzuladen. Andererseits bin ich am Überlegen, ob wir nicht einfach ein Let's Learn Zerg draus machen. Parallel zu dem, was uns der Okko halt zeigt mit dem Zerg. Das ist jetzt so die Frage, die ich mir zurzeit stelle. Je nachdem, wie es halt ist, würde ich es dann halt machen. Bin aber eher zurzeit so in der Tendenz, Let's Learn Zerg zu machen und nicht dieses Multiplayer-Zeugs da. Da wir eben erst noch lernen müssen, wie man mit Zerg umgeht, und das kommt halt erst durch die Übung, wie ihr euch bestimmt alle vorstellen könnt. So, wir machen mal den Schalter hier, jawollo, da haben wir uns das Item auch geholt, das war Solarstrahl, nee, Fragezeichenöffner. Ja, für was war denn der jetzt nochmal der Öffner? Das habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Was auch immer, ist ja egal. Brandy findet Solarstrahl. Genau, das finden wir hier. Das wusste ich noch. Ist wahrscheinlich die Tür hier unten zu, genau. Okay, wir haben den Fragezeichenöffner erwischt, beziehungsweise gefunden. Jetzt muss ich mal schauen, wofür der
ist denn hier los? Was ist denn hier bloß los? Ich habe vergessen, diesen Schalter hier umzudrehen. Wieder mal. So. Ja, wer würde es denn nicht tun, das weiß ich nicht. Wir müssen nur langsam aufpassen, da uns die Superschütze ausgehen. So, jetzt ist so die Frage, wir müssen jetzt, glaube ich, raus aus diesem Haus, weil wir quasi hier unten angekommen sind. Und jetzt können wir eigentlich wieder rein. Jetzt machen wir etwas, was wir noch nicht gemacht haben. Wir sind nämlich hier direkt hoch. Und anstatt direkt hoch zu gehen, werden wir jetzt erstmal hier. Okay, Fluchtseil. Schön. Haben wir hier noch was zu holen? Nein, Tür ist zu. Da unten hätten wir noch was. Und zwar ein Item. So, da ist das Protein. Wir wollen natürlich alle Items mitgehen lassen, deswegen Schutz wirkt nicht mehr. Superschutz dann bitte nochmal. Oh, du hast mich überrascht. Ich dachte, du wärst ein Geist. Nee, das bin ich nicht. Tut mir leid, wenn du dir das erhofft hast. Was machst du eigentlich in so einem Ding hier drin, du kleiner Furz? Verstehe ich nicht so ganz. Will ich, glaube ich, auch nicht so ganz verstehen. So, wir werden jetzt hier erstmal schön einen Flammenwurf in Rettan reinhauen und dann wechseln wir auf Lapras. Lapras darf dann auch ruhig Level 43 erreichen. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig für unser Lapras, dieses Level Up. So, Rettan natürlich wieder und dann werden wir unser Lapras reinholen. Das kann natürlich damit umgehen. So, aber 43 wird, glaube ich, unser Lapras in dieser Gegend hier nicht mehr werden. Denke ich zumindest. Bin mir aber nicht sicher. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre und dass natürlich der 43 noch wird. Aber ich bezweifle es jetzt eher, da wir eben nicht mehr so viel zu erledigen haben hier drinnen. So, für ein Radikal werde ich jetzt keinen Eisstrahl mehr benutzen, sondern nur noch einen Body Slam. So, zack. Alles klaro. Ja, das reicht uns, damit wir als erstes angreifen können. So, und das war's dann. 8 Level unter uns sind die Pokémon hier von den Trainern. Das heißt, unser Arenaleiter könnte natürlich auch etwas stärker sein. Also, habe ich jetzt eigentlich den Schalter betätigt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, habe ich nicht, natürlich nicht. So, müssen wir jetzt den Schalter betätigen. So, machen wir gleich hier auch den Part zu Ende. So, jetzt haben wir den Schalter betätigt, genau. Und jetzt müsste auch das Türchen hier offen sein. Jawollo. Ah, das ist quasi das Türchen hier. Aha. Okay, Schutz wirkt nicht mehr. Dann werden wir uns direkt einen neuen draufhauen. Noch die letzten 10 und dann werden wir nochmal Pokémon austauschen, was ich fast vergessen hätte. Okay, wir werden aber jetzt dann auch gleich den Part beenden, muss ich sagen. Hier waren wir schon komplett, hier im Gegensatz dazu noch nicht. Dieses Gebiet hier ist riesig. Wir werden noch einen Kampf machen in diesen Parts und uns dieses Item holen da unten. Und dann werde ich den Part fürs Erste beenden. Also das Haus ist schon etwas größer. Von daher lässt sich da schwer sagen, was hier noch so rumlungert. Aber ich denke mal, es ist eigentlich mehr so, ja, mehr so Training, sagen wir es mal so, ja. Top Trank. Gut, dann hätten wir hier alles erledigt, was es zu erledigen gibt fürs Erste. So, das ist hier. Okay, haben wir hier noch was. Achso, hier geht's hoch, da waren wir dann direkt. Hier haben wir noch nicht so viel erledigt. Ein versteckter Schalter, ja, den haben wir dann gepresst. Da war ich noch nicht. Ah, jetzt haben wir natürlich einen direkten Pokémon-Kampf gegen einen Slimer. Das wollte ich jetzt eigentlich eher vermeiden, solche Kämpfe, weil die mich ja nicht so interessieren.
So, und wir werden uns jetzt verabschieden von euch, beziehungsweise ich. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Ciao.